Eine starke Leistung zeigten die Volleyballdamen von SVS Post gegen die junge Mannschaft von Branik Maribor. Drei heiß umkämpfte Sätze mit dem besseren Ende für die Schwächerterinnen. Nach nervösem Beginn setzen sich die starken Damen vom SVS Post gegen Branik Maribor mit 25:20 durch. Also der erste Satz ist in der Tasche. Gibt einem das jetzt ein gutes Gefühl für den nächsten? Ja, auf jeden Fall. Also es ist immer so eine Hürde. Wenn man den ersten Satz spielt und den ersten Satz eben gewinnt, hat man natürlich Selbstvertrauen für die nächsten Sätze. Und ja, das bringt natürlich ein positives Gefühl und auf jeden Fall für die nächsten Sätze. Ja, Maribor ist aktuelle Meister von dieser Liga. Sie haben vorige Saison hier in unserer Halle Finale gewonnen, aber sie sind jetzt komplett neu. Sie haben eine junge, sehr perspektive Mannschaft. In dieser Mannschaft sind 6 Spielerinnen von Junioren-Nationalteam und sie war Dritte in Europa. Das sagt etwas. Ja, mich wundert es, dass da ziemlich viele Spieler weg sind vom letzten Jahr und sie sind ziemlich jung, also eine junge Mannschaft. Aber trotzdem, sie sind sehr flink, athletisch, sehr gut, haben gute Angreifer. Aber ich glaube, wenn wir jetzt so weiterspielen, mit dem Servicedruck machen und auch am Block gut stehen, dann wird das hoffentlich gut für uns so weitergehen. Die junge Mannschaft bewies sehr viel Kampfgeist und durch viele Spielerwechsel der Sloweninnen konnte auch der zweite Satz ausgeglichen gestaltet werden. Dennoch ging auch Satz 2 an die Schwächerinnen mit 25:16. Im dritten Set ließen jedoch die sehr stark spielenden Damen vom SVS Post den Gästen keine Chance mehr und siegten verdient mit 25:23. Es sind ja jede Menge Bewerbe zu spielen. Wie stark geht denn das auf die Substanz der Mädchen? Ja, das ist eine große Problem. Ist nicht so einfach. Wir waren am Mittwoch, wir waren noch in Frankreich. Jetzt wir spielen hier, dann Dienstag, wir haben ein Rückspiel mit diesen Franzosen. Dann wir fahren nach Rijeka in Kroatien. Dann nächste Tag ist im Split in Kroatien, das Programm ist voll, aber okay. Wir sind bereit für das, wir haben trainiert für das und ich hoffe, dass alles wird.